Ja, im Herbst 2012 hat der BVB seine vereinseigene Stiftung Leuchte auf gegründet. Seitdem ist sehr, sehr viel passiert. In den letzten 10 Jahren wurden über 2 Millionen Euro in soziale Projekte gesteckt. Jährlich werden über 15.000 Menschen begünstigt und über 270 soziale Projekte sind bis dahin unterstützt worden. Heute habe ich die große Freude, mit 3 Verantwortlichen von Projekten und Institutionen zu sprechen, die schon lange und auf besondere Art und Weise von der Stiftung gefördert und unterstützt werden. Das sind zum einen Katrin Lauterborn, die Geschäftsführerin des Dortmunder Gasthauses e.V., Johannes Böing, Leiter des BVB Lernzentrums und Mirza Demirovic, Projektleiter und Koordinator bei der Nordstadtliga in Dortmund. Vielen Dank, dass ihr erstmal hier seid und euch die Zeit genommen habt. Die erste Frage geht an dich, Katrin. Schon seit vielen Jahren ist eure Wohnungsloseninitiative eine der wichtigsten Anlaufstellen für Dortmunder Obdachlose. Euer Engagement beruht aber vor allem auf viel ehrenamtlicher Arbeit. Wie sieht die tagtägliche Arbeit aus und wie kam die Verbindung zur BVB-Stiftung zustande? Ja, wir im Gasthaus arbeiten mit über 300 Ehrenamtlichen und kümmern uns tagtäglich um ca. 600 Gäste. Wir bieten ein Frühstück an, ein Abendessen, medizinische Versorgung, Seelsorge, soziale Arbeit und sind froh, dass wir das schaffen. Wir arbeiten spendenfinanziert und so kam auch der Kontakt zum BVB, weil BVB-Fans über uns verbindet Borussia auch ehrenamtlich mitgemacht haben, Spenden gesammelt haben, viele Fans auch von der Südtribüne uns unterstützen und dann wurde die Stiftung gegründet und da der Kontakt zu Borussia Dortmund schon die Jahre davor so gut war, konnten wir dann mit der Stiftung neue Projekte machen. Du kannst jetzt noch ein bisschen Werbung machen. Warum ist es wichtig, dass ihr unterstützt werdet? Ja, wir haben im Jahr 120.000 Essensausgaben für unsere Gäste. Wir verteilen Kleidung, Schlafsäcke, Isomatten jetzt im Winter, wenn es kalt wird. Es ist einfach notwendig, die Ärmsten in unserer Stadt nicht alleine zu lassen. Sie sind Bürger unserer Stadt und wir sind ganz froh, dass der BVB das so wahrnimmt und hilft. Sehr schön. Ich war auch schon bei euch und es ist wirklich beeindruckend, was ihr da alles macht. Und da war es bitterkalt. Mirza. Die nächste Frage geht an dich. Das Thema Identifikation ist auch bei der Nordstadtliga sehr präsent und wichtig. Straßenfußball im Dortmunder Norden und das nicht weit von der BVB-Geburtsstelle, da denkt man natürlich sofort, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Wie genau aber arbeitet ihr mit den Kindern und Jugendlichen und warum ist es euch so wichtig, ein Leuchtturmprojekt der Stiftung zu sein? Also wir sind eine über das gesamte Laufen der Straßenfußballliga in Dortmund Norden. Wir machen Angebot für Kinder und Jugendliche, spielen an 4 Tagen Fußball in organisierten Altersstufen von Mittwoch bis Samstag. An anderen Tagen geben wir freie Trainings für Jungs sowie für Mädchen. Wie gesagt, über das ganze Jahr hinaus haben wir jetzt aktuell über 400 Jugendliche, die bei uns Fußball spielen. Es geht darum, dass wir präventive und vor allem sinnvolle Angebote für die Kiddies machen, die von der Straße holen, ein bisschen soziale Ungleichheit ausgleichen. Und warum ist das wichtig? Das ist das Beste, was es gibt. Wir sind ja Fußball, es geht um Borussia Dortmund, es geht um Dortmund, es geht um Nordstadt und uns gibt es seit über 20 Jahren und alles hat sich verändert mit der Stiftung. Die Stiftung ist vor circa 2,5 Jahren, 3 Jahren zu uns gekommen und seitdem hat sich unser Leben komplett geändert. Wir waren in der Lage, ganz viele Projekte umzusetzen, ganz viele Kinder und Jugendliche glücklich zu machen. Unsere Kinder sind heute 4 Anlaufkinder, haben wir hier. Wir waren bei dem Champions League hier da oben mit 260 Leuten in dem Block. Wir waren bei dem Familientag vorbei. Also von daher vielen lieben Dank an die Stiftung nochmal. Und wir hoffen auf weitere Jahre. Auch eine bemerkenswerte Institution. Johannes, die nächste Frage geht an dich unter der gelben Wand, wo gleich über 25.000 Menschen wieder stehen werden. Der sieht immer wieder beeindruckend aus. Liegt dein besonderer Arbeitsplatz, das BVB Lernzentrum. Auch euer Engagement wird regelmäßig von Leuchte auf unterstützt. Wie unterscheidet sich die Arbeit mit Kids und Jugendlichen im Stadion mit zum Beispiel der von der Nordstadtliga? Ja, den wichtigsten Aspekt hast du gerade schon genannt, nämlich die Frage, wo findet das Ganze statt? Wir nennen das Ganze Lernort Stadion, wir machen politische Jugendbildung, wir machen Workshops
Und eines unserer Hauptanliegen, und das ist, glaube ich, auch das, was wir gerade schon gehört haben, ist, authentisch aufzutreten. Wir stehen für die Sachen, die wir machen. Wir machen Workshops zum Thema Antirassismus, Antidiskriminierung, Zivilcourage, Sexismus, Homofeindlichkeit, Inklusion, ökologische Nachhaltigkeit. Ich könnte noch weiter erzählen. Nichtsdestotrotz, was uns wichtig ist, wir stehen hinter den Sachen, die wir machen. Das sind einerseits die Themen, die ich gerade genannt habe, andererseits aber selbstverständlich auch der Fußballbezug. Das ganze Team und ich sind alle Borussinnen und Borussen. Wir stehen dahinter und wenn wir von Fußballleidenschaft sprechen, wissen wir, was wir da machen. Und das passt natürlich sehr gut zu dem Ort, den du gerade erwähnt hast, nämlich unter der Südtribüne. Ich meine, ganz ehrlich, einen schöneren Arbeitsplatz kann es natürlich gar nicht geben. Das merkt man bei euch allerdings auch, dass ihr wirklich richtige Borussen sind. Jetzt noch vielleicht eine kurze Abschlussfrage. Wie stellt ihr euch die weitere Zusammenarbeit mit Leuchte auf vor? Und was wünscht ihr der Stiftung für die nächsten 10 Jahre? Also ich kann an dieser Stelle auch erstmal ein ganz, ganz fettes Dank an die Stiftung Leuchte aufgeben, weil ohne das, was bisher gelaufen ist, wird es uns so nicht geben. Wir haben die Räumlichkeit, wir haben die finanziellen Möglichkeiten, wir haben das, was wir bewerkstelligen wollen, bei bildungsbenachteiligten Jugendlichen wirklich auch der Stiftung Leuchte aufzuverdanken. Und wenn ich in die Zukunft blicke, dann darf es gerne so weiterbleiben. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass hier und da nochmal ein prominenter Vertreter des Vereins genauso wie in Vergangenheit auch schon zu uns kommt und sich vor Ort nochmal das anschaut, was wir da machen. Nobby, du bist auch herzlich eingeladen, wenn du kommen willst, aber auch alle weiteren Personen. Herzlichen Dank. Mirza? Ja, zu uns musst du auch kommen, ne? Da warst du auch noch nicht. Nein, was wir uns wünschen, er soll ja so bleiben, wie es ist. Es ist das Beste, wie gesagt, das, was wir gerade haben. Und fetten Dank an Marieke, Boris, Daniel und alle Leute, die dann bei der Stiftung arbeiten. Ich glaube, die Stiftung wirklich verwirklicht und lebt das, was der Franz Jakobi gesagt hat. Und es soll auch so bleiben. Wir einfach nur so ganz viele weitere Projekte machen. Und ich wünsche der Stiftung viele neue Unterstützerinnen, damit viele weitere Projekte noch unterstützt werden können. Ja, ich schließe mich meinen Vorrednern an. Ich wünsche der Stiftung nächsten 10 Jahre Erfolg, alles Gute. Und wir sind sehr, sehr dankbar und würden uns freuen, wenn die Zusammenarbeit so bleibt und Borussia Dortmund verlässlicher Partner für uns ist. Alles super. Vielen Dank an euch drei. Wenn ihr unsere Stiftung unterstützen wollt und wir die drei weiter unterstützen, um sie weiter zu können, der kann sich so einen schönen Hoodie oder auch ein T-Shirt holen. Der Reinerlös geht zu 100% an unsere Stiftung. Also vielen Dank und ein dickes Dankeschön an euch und vor allen Dingen macht weiter so. Vielen Dank.